Wir sind hier auf der Caravaning-Messe 2024 in Hamburg am Stand von Jauzeaux. Serienausstattung des Fahrzeugs ab 50.990 Euro. Wir schauen uns mal die technischen Details an. Da könnt ihr mal auf Pause drücken und könnt euch das mal in Ruhe durchlesen, wenn das interessiert. Und ich würde sagen, wir gehen mal ins Fahrzeug rein. Kommt mit, er ist unter 6 Meter. Ja, man geht um die Ecke rum. 5,99 Meter ist der halt nur lang. Ne? Den kannst du überall fahren, den kannst du in der Stadt fahren. Wir haben, guck mal, du hast den Kühlschrank, du kannst den von außen bedienen und du kannst den natürlich auch von innen bedienen. Du kannst den von beiden Seiten aufmachen. Es ist halt eng, es ist nicht vergleichbar mit so einem Morello. Nee. Du hast zwei Flammen, du hast ein Waschbecken. Es, für 4 Personen, ja. Hubbett, was man hochfahren kann, runterfahren kann. Staufläche über dem Hubbett. Für 4 Personen ist es halt wirklich ein bisschen eng. Aber warum nicht? Es geht, wenn man den Tag nicht drin verbringt, wenn man tagsüber unterwegs ist, ja, mir gefällt das hier und einfach nur drin schläft. Ja, es ist halt jeder Zentimeter ist halt, wird hier genutzt. Ja, hier, ne? Weil es ist auch, es ist eng. Zwei können sich da bloß hinsetzen, die anderen beiden müssen hier vorne. Zwei sitzen hier, zwei drehst du die Sessel. Ja, das sind ja eh die besseren Sessel, die bequemeren. Ne? Ja. Das Ganze hier auf viert. Großes, gutes Navi drin. Tisch ist, den kannst du wegmachen, dann hast du ein bisschen Platz gewonnen. Staufläche hier oben überall. Großes Heki. Und wir schauen uns das Bad mal an. Ja, da gefällt mir natürlich eine Rollladentür viel besser als diese Klapptür, weil die steht hier im Weg rum. Aber das Bad ist groß. Schöne Dusche, große. Ja, aber es ist nicht so hoch. Ne? Also guck mal, ich bin 1,73 und ja, 10 cm sind noch Platz. Also 1,85 ist, glaube ich, die maximale Höhe hier. Toilette haben wir hier, eine Chemietoilette, welche man aber umrüsten kann. Wir haben ein Waschbecken drin aus Kunststoff und wir haben ein kleines Fenster. Aber das Bad ist groß, also man hat schon Platz hier zum Duschen. Das mit der Tür, ja. Und du kannst wirklich hier 4 Leute. Gut, du musst nur, du kannst auch zu zweit fahren und lässt das runter. 5,99 Meter. Den kannst du in der Stadt halt auch fahren. Ne? Hast eine Heckgarage hinten. Ja, hier ist auch noch Platz. In dieser Heckgarage. Ja, man kann das untere Bett natürlich auch entfernen und schläft nur in dem oberen. Lässt das auf die gewünschte Höhe runter und hat dann natürlich unten jede Menge Stauraum. Guck mal, du kannst das Bett ja in die Höhe hier bringen. Du musst ja gar nicht bis ganz runterfahren. Und dann hast du unten jede Menge Stauraum, wenn du zu zweit fährst. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Jauzeaux. Schaut euch das nächste Video an. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao und bis gleich.